St. Martin in Langenargen. Bereits zur Zeit der Merowinger, also vor dem Jahr 751, dürfte hier eine Kapelle gestanden haben. Die Grundmauern des Chors stammen aus dem 14. Jahrhundert. Graf Anton III. Von Montfort ließ 1718 die Fridolinskapelle abreißen, um die heutige einschiffige barocke Kirche bauen zu lassen. Das Gotteshaus wurde 1722 geweiht. Ein ursprünglich geplanter zweiter Westturm kam nicht zur Ausführung, da dem Grafen schlicht das Geld fehlte. Der Kirchenraum wird beherrscht von dem Hochaltar, der die gesamte Höhe und Breite des Chorraums einnimmt. Franz Anton Bronnenmeier malte das Altarblatt mit der Kreuzabnahme. Zwischen den Säulen stehen die Pestheiligen Rochus und Sebastian. Der zweigeteilte Tabernakel trägt eine Pelikangruppe. Putten und Engel ergänzen den Figurenschmuck. Der rechte Seitenaltar zeigt im Bild den Kirchenpatron Martin von Tours. Das Rosenkranzbild des linken Seitenaltars malte 1723 der Künstler Johann Christoph Storer. Zu sehen sind die Heiligen Maria, Dominikus und Katharina von Siena. Die Fresken in den von Bandelwerk gerahmten Kartuschen stammen von Franz Anton Maulbertsch. Eines der Deckenfreskos zeigt den Jüngling Jesus im Tempel, in einem anderen sieht man die Aufnahme Mariens in den Himmel. Hinter einem schön geschmiedeten Gitter an der Südwand befindet sich die Marienkapelle mit Schnitzfiguren aus der Zeit um 1470, darunter eine Madonna mit dem Apfel aus der Ulmer Schule und eine Anna Selbdritt. Der spätbarocke Geiselheiland stammt dagegen aus der Zeit um 1770. Sehenswert sind hier auch die 15 frühbarocken Rosenkranzmedaillons. Über dem Durchgang zur Kapelle befindet sich die verglaste Loge der Herrschaften von Montfort. Auf der Westempore erhebt sich ein sehr schöner barocker Orgelprospekt. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.